Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Ankh 3. Ich habe mich entschlossen dazu, es einfach nur noch Ankh 3 zu nennen, weil, ja, ob jetzt Battle of the Gods oder Kampf der Götter, könnt ihr euch dann immer selber entscheiden. Ich würde jetzt sagen, wir machen einfach mal weiter. Und ich habe eine fantastische Sache noch am Ende herausgefunden. Und zwar Tipp zum Spiel. Selbstlaufen. Nee, hier. Wo ist es denn? Genau. Tipp 1. Beim Drücken der Taste X im Spiel werden alle sichtbaren Objekte ganz gezeigt, mit denen man interagieren kann. Ganz einfach gesagt, wenn ich jetzt X drücke, sieht man. Wo man gucken kann. Wenn dieses Feuerwehrkamel nicht so störrisch wäre, würde ich es hier parken. Tja. Extra klebrige Kamelleckerlis. Damit kommen nur starke Zähne klar. Extra klebrige Kamelleckerlis. Wie so viele Automaten verlangt auch dieser Geld. Wie so viele Automaten verlangt auch dieser Geld. Genau. Nein, nein, nein. Ah. Jetzt bin ich schon rübergegangen. Das wollte ich eigentlich noch nicht. Wir gehen direkt nochmal zurück. So. Haben die Kamerafahrt ganz kurz genossen. Eindrucksvoll, eindrucksvoll. Na ja, gut. So ausgestorben wie es hier ist, ist der Mülleimer überflüssig. So ausgestorben wie es hier ist der Mülleimer überflüssig. Keine Zeit, mich auszuruhen. Schon wieder Wasser. Schon wieder Wasser. Geht nicht ohne in den Brunnen, strahlt, glänzt und hat einen ziemlich scharfen Rand. Tja. Warum muss überall so viel Wasser sein? Wofür soll der denn gut sein, so ausgestorben wie es hier ist? Wofür soll der denn gut sein, so ausgestorben wie es hier ist? Gute Frage, nächste Frage. Gut, dann wollen wir doch mal hier hingehen. Aber RTX gab es schon früher anscheinend. Nein, Das Spaß. geht um meine geliebte Miezekatze. Ich habe meine Vorschriften. Ihre Vorschriften verbieten, ein niedliches Kätzchen aus einem Baum zu retten? Meine Vorschriften verbieten, meinen Posten zu verlassen. Aber es geht doch gar. Kein Eintritt mit Schlafanzug. Na klasse. So ein starker Mann wie Sie ist doch ruckzuck den Baum hoch und wieder runter. Mit diesen Klamotten kommst du hier nicht rein. Ich wüsste auch schon, wie ich sie belohnen kann. Dienst ist Dienst und Wein ist Wein. Mal sehen. Hallo, Probleme? Durchaus. Dieser Gorilla weigert sich, auf meinen Baum zu klettern. Das ist untypisch für Gorillas. Jeton ist seit heute Morgen dort oben. Jeton? Jeton? Meine Katze. Eine Kreuzung aus einer ägyptischen Pharaonenkatze und einem bengalischen Königstiger. Klingt teuer. Klingt teuer. Jedenfalls ist Jeton heute Morgen auf den Baum vor meinem Haus geklettert. Seitdem hockt sie dort oben und maunzt ganz jämmerlich.
Sie hat nämlich Höhenangst. Ich konnte sie immer sehr gut mit einer dieser aufziehbaren Spielzeugmäuse herunterlocken. Doch diesmal hat nicht einmal das funktioniert. Und dann habe ich die Maus auch noch verloren. Du hast Glück. Ich bin ein Profi im Katzenretten. Du? Also, nimm's mir nicht übel, aber du entsprichst nicht dem Klischee des Helden, der Katzen von Bäumen rettet. Oder Menschen aus brennenden Gebäuden. Oder die Welt vor verrückten Göttern. Hey, Kleine, komm hier nicht! Lassen wir das. Du müsstest mir schon einen triftigen Beweis liefern, dass du Profi im Katzenretten bist. Mein Job ist es, hier keinen reinzulassen, der nicht reingehört. Mach ja keine Dummheiten, Kleiner. Hatte ich gar nicht vor. Schön für deine Familie. Oder möchten sie von Lustmolchen in Schlafanzügen angegafft werden? Nein, natürlich nicht. Ja. Dann wollen wir weiter. Das war ja eine sehr aufschlussreiche und hilfreiche Info, aber wirklich geholfen hat sie uns eigentlich gar nicht. Komm, kann sich die Kamera mal sehen? Hinter der Mauer verbirgt sich eine Krokodilzucht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ein prachtvolles Exemplar der Gattung Tür. Fest verschlossen. Briefe, Rechnungen, Kataloge. Der Kasten der unbegrenzten Möglichkeiten. Ah, der Kamelfreund. Tipps für Profis, Ausgabe 2. Das ist nichts Interessantes. Briefe, Rechnungen, Kataloge. Der Kasten der unbegrenzten Möglichkeiten. Lieferungen überall hin und noch weiter. Wenn man draußen draufdrückt, klingelt's drin. Unglaublich. Hey, ich habe die rechte Hälfte einer Trillerpfeife herausgetrennt. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ein Teil der Pfeife fehlt, zusammen mit dem anderen Teil und einer Kugel wird eine Trillerpfeife daraus. So. Spedition Blitzkamel. Ist es sicher, ist es schnell, dann ist es wohl das Blitzkamel. Was können wir für Sie transportieren? Das Gesicht kommt mir bekannt vor, nur nicht so nüchtern. Oh je! Sie kommen aber nicht vom Ordnungsamt Kairo, oder? Aus Kairo schon. Hören Sie, das ist alles ein Riesenmissverständnis. Gut. Im Palastgarten des Pharao habe ich mal meinen Rausch ausgeschlafen. Und in der wilden Mumie habe ich vielleicht auch mal unterm Tisch gelegen. Aber eigentlich bin ich ein braver Geschäftsmann Luxus, der seine bürgerlichen Pflichten achtet und schätzt. Meine Frau darf niemals etwas von meinen Eskapaden mitbekommen. Geschäftsmann und brav? Verstricken Sie sich nicht in Widersprüche, Mann. Na gut, sagen wir ehrlich. Ich weiß nicht. Fair?
Kommen Sie mal zum Punkt. Im Ernst? Ich bin wirklich ein harmloser Kerl. Zumindest hier zu Hause. Und das ist übrigens auch mein Problem. Hast du nicht irgendeine Lieferung, die ich für dich transportieren soll? Am besten weit weg. Nach Kairo. Zum Pharao vielleicht. Ich soll dir also eine Lieferung besorgen. Oh ja, bitte, bitte. Meine Frau raubt mir hier noch den letzten Nerv. Dann ist es die falsche Frau. Sorry, wenn ich so drastisch schlage, aber wenn man schon sich einen Menschen aussucht, sag ich mal so, mit dem man seine Zeit verbringen möchte, dann sollte man sich auch die richtige Person dafür aussuchen. Sprich, eine Person, die einen versteht oder, ja, gleichgesittet ist, sag ich mal so. Also, die gleichen Interessen teilt vielleicht sogar. So. Was ich schon immer wissen wollte, was hat es mit deinem seltsamen Namen auf sich? Ja, das ist mir auch ein wenig peinlich. Welcher Mann heißt schon nach seiner Mutter? Aber als mein Vater vorschlug, ich solle wie er Totmeer heißen, hatte er nicht viele Chancen bei Rotmeer. Deiner Mutter? Genau. Verstehst du jetzt, warum ich nicht darüber reden möchte? In der Tat. Willst du noch was wissen? Wie hieß dein Großvater? Schwarzmeer. Jetzt zufrieden? Und der Urgroßvater? Hörte auf den nicht ganz so imposanten Namen Mittelmeer. Nachdem ich dir das auch noch verraten habe, lässt du mich aber in Ruhe, oder? Moment! Hast du Geschwister? Einen Zwillingsbruder namens Weißmeer. Echt? Es gibt ein Weißes Meer? Ja, ein Nebenmeer des Arktischen Ozeans. Mussten wir alles auswendig lernen. Reicht das? Du hast doch sicher Kinder. Zwei kleine Racker. Nach unseren nordischen Ahnen Beringmeer und Kaspischmeer genannt. Bist du jetzt mit deinen Demütigungen am Ende? Nein. Definitiv. Danke. Och, schade. Mit wem redest du da? Mit einem wichtigen Geschäftspartner. Deine drei Saufkumpanen sind keine Geschäftspartner. Nein, es ist der persönliche Einkäufer des Pharao. Was? Was? Pharao? Ich glaube dir kein Wort. Doch. Ich soll Otternasen nach Kairo bringen. Genau, Otternasen. Wo ist denn die Lieferung? Die bringt mir der junge Einkäufer gleich vorbei. Na, da bin ich ja mal gespannt. Und sag Ras Elba, er soll sich die Schuhe abwischen, wenn er wieder was abholt. Na klar, Schatz. Und sag Ras Eltin, er soll die Klappe halten. Wie immer, Schatz. Ich kenne ihn ganz gut. Ich bin's nochmal. Beeil dich, ich muss hier raus. Und ich muss unbedingt ins Armenviertel. Das ist kein Problem. Ich kenne hier alles und jeden und bringe dich da rein, wenn du nur endlich den Boten spielst. Was ist jetzt mit diesem Boten und den Otternasen? Schon fast auf dem Weg, Schatz. Ich kenne ihn ganz gut. Herumliegend und schnarchend. Eine Ausgabe von Der Kamelfreund, vergangener Monat. Hier beginnt eine dreiteilige Serie über das Dressieren eines Kamels mit Hilfe einer Trillerpfeife. Die drei Teile einer Trillerpfeife sind der Serie beigelegt. Hier steht, nahezu jedes Kamel reagiert auf das Geräusch einer Trillerpfeife. Die Pfeife muss aber sehr nahe am Tier benutzt werden, damit es wie gewünscht auf das Kommando reagiert. Fortsetzung in der nächsten Ausgabe. Hm. Ah, der Kamelfreund. Tipps für Profis. Hey, ich habe die linke Hälfte einer Trillerpfeife herausgetrennt. Der Kamelfreund. Ausgabe aktueller Monat. Die Serie über das Dressieren eines Kamels mit Hilfe einer Trillerpfeife wird hier fortgesetzt. Bei dieser Ausgabe ist der zweite Teil des Trillerpfeifenbausatzes dabei. Im Artikel steht: Neben der Tatsache, dass Kamele auf Trillerpfeifen reagieren, muss man wissen, dass man durch die Art des Pfiffs Kommandos geben kann.
Ein kurzer, herzhafter Pfiff als Beispiel löst bei einem Kamel den Drang aus, umgehend in der nächsten Wasserstelle zu trinken. Letzter Teil der... Huch! Ah, sorry. Der Kamel... Die Serie über das Dressieren... Bei dieser Ausgabe ist der zweite... Im Artikel steht... Neben der Tatsache, dass Kamele auf Trillerpfeifen reagieren, muss man wissen, dass man durch die Art des Pfiffs Kommandos geben kann. Ein kurzer, herzhafter Pfiff als Beispiel löst bei einem Kamel den Drang aus, umgehend in der nächsten Wasserstelle zu trinken. Letzter Teil der Serie in der nächsten Ausgabe. Na, supi. Das haben wir uns ja prima eingebrockt. Jetzt müssen wir einen Monat hier in dem Spiel verbringen, um halt die letzte Ausgabe des Kamelfreundes zu haben, ne? Das ist natürlich jetzt ein Stück weit ärgerlich. Nein, das schaue ich mir nicht genauer an. Finger weg! Finger weg! Dieser Hygienenachweis ist schon ein paar Jahre alt. Ob das noch gültig ist? Dieser Hygienenachweis... Oh, der Störenfried. Ich nehme an, auch diesmal wollen Sie nichts kaufen. Also, diese Schachtel mit Otternasen da hinten. In der Tat. Eine Delikatesse, die ich hüte wie meine Augapfel. Das Einzige, was mir noch wichtiger ist, sind meine Baby-Krokos im Schlafrock. Der absolute Verkaufsschlager. Baby-Krokos im Schlafrock? Das ist ja irgendwie... Mein bestes Produkt. Nur sind sie schon wieder vergriffen. Oh, ob ich rechtzeitig für heute Nacht neue bekommen werde? Sie meinen, jemand soll Ihnen neue Baby-Krokos... Ach, es wäre ehrlich. Na gut, das heißt, wir haben schon die nächste Aufgabe quasi. Hinter der Mauer verbirgt sich eine Krokodilzucht. Interessant auf jeden Fall. Fest verschlossen. Ja, okay. Jede Menge Werbung für das Casino. Eine Tänzerin scheint die große Attraktion zu sein. Niemand betritt den Tatort, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. So, so, Herr Komplize. Sie treiben sich also noch immer an Ihrem Tatort herum. Ich habe einen Verdächtigen gesehen. So? Beschreiben Sie die Person. Dann werde ich Sie einer gründlichen Ein dürrer Strich in der Landschaft. Aha. Besondere Merkmale? Ein blinkende Klotze in der Sonne. Eine blinkende Glatze in der Sonne. Und weiter? Blass und bleich wie ein Toter. Kombiniere. Mal nachsehen. So jemanden kann ich hier leider nirgends erkennen.
Ich bin nicht überzeugt und behalte sie weiter genau im Auge, Freundchen. Ja, und ich muss dann leider auch wieder gucken, was ich wieder falsch habe. So. Sehr schön. Okay, anscheinend müssen wir doch nochmal zurück. Ich habe was übersehen. Huch. Und klicke erstmal aus dem Spiel raus. Das kann mir leider passieren, weil das Spiel hat keine Only-Fullscreen-Funktion. Also ich bin zwar in Fullscreen, aber ich kann nach rechts mit der Maus aus dem Bildschirm rausfahren. Semi-praktisch. So. Die Höhle der Löwen. Ich bin's nochmal. Beeil dich. Ich muss hier raus. Und ich muss unbedingt ins Armenviertel. Das ist kein Problem. Was ist jetzt? Schon. Habe ich das gerade wieder missverstanden? Moment. Die Dieben fangen, neue Kleidung besorgen, Otternasen für Rotmeer besorgen, ein Babykrokodil besorgen. Ja. Das sind so die Lösungen, aber ja, wie? Oder noch so die. Stimmt, da war ja was. So, oder? Das Kamel ist richtig gut ausgerüstet. Tolle Erfindung, so eine Satteltasche. Die Ausrüstung eines wahren Feuerwehrmanns. Ah, super. Um der Götter willen. Die Tochter des Pharao hat eine Fotoliebesgeschichte mit mir in der Hauptrolle dort veröffentlicht. Können wir nochmal reingucken? Um der Götter willen. Die Tochter des Pharao hat eine Fotoliebesgeschichte mit mir in der Hauptrolle dort veröffentlicht. Mal sehen, was der Feuerwehrmann zum Abendessen dabei hatte. Ich habe die Brotdose aufgemacht. Scheint schon recht reif zu sein. Eine saftige Kirsche. Was für eine leckere Kirsche. Und was für ein harter Kern. Was für eine perfekte runde Form.
Und ich sehe das. Als ob. Und jetzt können wir wahrscheinlich. Alles klar. Und was passiert jetzt? Ha, wie erwartet, fängt es an zu trinken. Ah, okay. Geht nicht, ohne in den Brunnen zu fallen. Ich sollte es anders versuchen. Man weiß nie, was man mit einer Banane alles machen kann. Hierfür gibt's allerdings nichts. Ich werde die Banane doch nicht in kleine Stücke teilen. Okay. Aber ich habe eine Idee. Sie sagte doch, sie hält uns nicht für einen Helden. Ändert sich vielleicht, wenn wir quasi vorgeben, naja, ein Feuerwehrkamel zu sein, sag ich mal ganz blöd, weil hier steht ja Feuerwehrkamel-Abzeichen. Dann ist er selbst daran schuld. Dieses Abzeichen weist das Kamel als Mitglied der Feuerwehr von Kairo aus. Es ist sogar mit seinem Porträt versehen. Was? Fräulein, ich bin sie. Ja. Hier, schau mal. Oh, ein Feuerwehrausweis? Du bist ein Feuerwehrmann? Aber warte, das ist nicht dein Ausweis. Wer ist das auf dem Foto? Du jedenfalls nicht. Nein, Jeton ist eine Sie. Um der Götter willen. Die Tochter des Pharao hat eine Fotoliebesgeschichte mit mir in der Hauptrolle dort veröffentlicht. Ich habe ein Porträt hergestellt. Okay, jetzt habe ich gerade verstanden. Ich bin bestens getroffen. So müsste es gehen. Haha, verstehe. Sehr schön. Hier, schau mal. Was? Du bist Feuerwehrmann? Tatsächlich, das bist du. Wieso sagst du mir das nicht gleich? Hier ist der Schlüssel zu meinem Grundstück. Die Jeton sitzt auf dem Baum neben dem Karussell. Du wirst das ja gleich erledigt haben. Ich werde diesem Rüpel hier so lange mal die Meinung geigen. Sodele. Dann können wir jetzt auch wieder raus. Dieses Wasser macht mich total kürre, bin ich ganz ehrlich. Und ich habe schon wieder rausgeklickt. Der Hausschlüssel der Tänzerin. Ein kleiner Aufziehschlüssel. Der Hausschlüssel der Tänzerin. Jetzt sehe ich auch die Katze erst hier oben. Mal sehen, wie die Reichen und Schönen so wohnen. Ich habe den Ball. Ein kleiner Aufziehschlüssel. Hier kann ich nichts aufziehen. Immer wieder eine Freude. Achso, ich dachte, ich kann jetzt da irgendwie hochklettern oder so, weil ich dachte hier so. Oh nein. Ein Spielzeug für Katzen. Sie reagiert nicht darauf. Scheint nicht gerade ihr Lieblingsspielzeug zu sein. Da haben die Spitzen vom Streitwagen schon was rausgeschnitten. Ein Fall für Greenpeace. Nur Katzen spielen gerne mit so einem Quatsch. Oder vielleicht noch Shalom, aber sonst echt keiner. Okay, das spare ich euch mal. Die Spitze, die hier befestigt war, ist herausgebrochen. Hier kann ich nichts aufziehen. Man weiß nie, was man mit einer Banane alles machen kann. Hierfür gibt's allerdings nichts. Tja, ja. Ach so, ich ahne, was ich machen muss. Aber dafür muss ich erstmal. Moment.
Pong oder ne? Okay, Ah ja, okay. Dann habe ich jetzt schon eine Idee, was ich machen kann. Ich habe jetzt mal eine andere Seite mir geöffnet gehabt, von wegen Lösungen. Und da werden halt nur Kombinationen angegeben. Also sprich, jetzt zum Beispiel Aufziehschlüssel mit Spielzeug oder sowas in der Art. Ne, wäre jetzt Beispiel. Und ich sehe, wir sind schon wieder bei 31 Minuten, also schon wieder länger, als ich eigentlich aufnehmen wollte. Von daher würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Dranbleiben und ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage, ich bin raus, euer Stars, haut rein und ciao.